Hättest du dir damals zu deinen Anfängen dich selber als Hilfe gewünscht? Ah, das ist eine geile Frage. Ehrlich gesagt hatte ich ja solche Hilfe. Ich hatte ja immer Menschen, die mir kulinarisch, philosophisch, die mir psychologisch geholfen haben, auch zu mir zu finden. Also grundsätzlich hatte ich das nicht in dieser Form. Aber ich hatte diese Hilfe eigentlich ständig. Nur diese Hilfe kann jeder in Anspruch nehmen, der sich auch helfen lässt. Lernen zuzuhören ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und nicht immer nur Gastronomen um Rat fragen, sondern Menschen aus den verschiedensten Lebensebenen. Stefan fragt, gibt es in den eigenen Restaurants von Frank Rosin Ausbildungsplätze zum Koch? Und wenn ja, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, damit der Sternekoch einen als Auszubildenden aufnimmt? Ja, wir bilden aus in unserem Restaurant, aber wir gucken uns ganz genau an, wer möchte. Weil ich habe keinen Bock so auf Part-Time-Lover. Hier so mal reingucken, so, toll. Na? Wir müssen schon spüren, dass jemand wirklich möchte. Football Channel fragt, was war bisher das Schlimmste, was Sie bereits bei Rosins Restaurants erlebt haben, Herr Rosin? Also ich glaube, das Schlimmste ist immer, wenn jemand nichts kann und mir dann sagt, ja, was denn? So ein bisschen Nudel kochen, eine Tasse Kaffee kochen und ein Bier rausgeben kann doch jeder. Also wo soll denn das Problem sein? Dann kriege ich so einen richtigen Hals und denke, ja, aber selbst das kannst du nicht. Ja? Dass man denkt, dieses wer nichts wird, wird, ist letztendlich ein Thema, ist es aber nicht. Gastronomie ist ein so unfassbar komplexes Unternehmertum. Mittlerweile Mittelstand, mittlerweile alle Dinge, die es vor 30 Jahren nicht gab. Menschliche Verantwortung vor den Mitarbeitern, PR, Marketing, also Human Resource, Ökonomie, fachliche Kompetenz, fachliche Weiterentwicklung, immer fortan, 360, Mehrverwertung des Unternehmens und. Früher war der Vater vorne, hat die Theke festgehalten, ne, damit die keiner klaut, und hinten hat die Mutter 14 Stunden gekocht. So, und davon hat man gelebt. Jetzt waren wir ja im Urlaub gefahren und war happy. Aaron fragt, hey Frank, ist das schwierig, wenn du immer eine Woche von deiner Familie getrennt bist oder wie regelst du das? Ha! Ich bin Single. Kommt 2022 auch eine Staffel? Logo. Ich dachte, du hast jetzt 2032 gefragt. Da hätten wir drüber reden können, aber Rosins Restaurants wird es immer geben, wenn ihr dranbleibt. Ist klar. Ne? Ihr seid hier das Zünglein an der Waage. Ne? 1,875 Aufrufe Rosins Restaurants bei YouTube. In der Woche. Willst du mich verarschen? Das ist mega. Vielen, vielen Dank dafür.